Du willst mit deinem Stück deine Zuhörer überzeugen und berühren? Dann erzähle deine Geschichte. Der Song The Winner Takes It All von ABBA ist weltberühmt und großartig. Doch er ist das sicher nicht nur deswegen, weil er schön klingt. Das Ehepaar, die beiden Bandmitglieder Björn und Agneta, haben sich scheiden lassen. Und das hat Björn dazu inspiriert, dieses Lied zu schreiben. Wer hat es gesungen? Genau, Agneta. Sie standen beide gemeinsam mit diesem Song auf der Bühne. Welche Dramatik! Und deshalb kommt er so überzeugend rüber. Laut Agneta übrigens eines der besten Songs von ABBA überhaupt. Diese Beispiele finden wir in der gesamten Musikgeschichte. Nun, es ist nicht so, dass nur ein dramatisches, persönliches Ereignis einem Lied, einem Stück, einem Werk zu einer bestimmten Größe verhilft. Doch alle Musik will etwas ausdrücken und deine Aufgabe ist es, das zu vermitteln. Vielleicht kommt dir bei einem bestimmten Werk oder Song ein eigenes persönliches Erlebnis in den Sinn. Du willst dich auf gar keinen Fall persönlich entblößen, das wird nicht passieren. Denn die Gedanken, die bleiben bei dir. Doch zeige dich mit deinem Instrument, mit deinem Saxophon auf musikalische Art und Weise. Und da hilft es, wenn du die Musik mit dir persönlich in Zusammenhang bringst. Licht und Schatten, das kennst du sicher aus deinem Leben. Erzähle davon, denn das wollen die Zuhörer spüren. Tiefen Ausdruck, einen persönlichen Ausdruck. Spiele deswegen niemals schön. Schön ist absolut nichtssagend. Erzähle deine Geschichte. Mache so das Stück zu deinem Stück. In der Etüde Nummer 19 von Franz Wilhelm Ferlin, da bietet sich für mich eine Ich-Erzählung an, denn das entspricht der Intensität des Stückes. Bei einem anderen Stück, da würde ich zum Beispiel von einer Atmosphäre, von einem Bild berichten, das die Musik in mir erzeugt. Oder von einer Wanderung, so wie ich es in der Etüde Nummer 44 gemacht habe. Spüre für dich nach, mit welcher Erzählung du dich am tiefsten in die Musik hineinversetzen kannst. Und sei dir bewusst, egal, ob du deine Geschichte erzählst oder nicht, sobald du in dein Saxophon bläst, gibst du etwas von dir preis. Und sei es, dass du nur die richtigen Töne spielen willst. Doch diesen Stress, den willst du deinem Publikum sicher nicht vermitteln. Es führt also kein Weg daran vorbei. Spüre nach, was in der Musik drin steckt und erzähle davon. Wie findest du nun deine Geschichte? Erfindest du die einfach so? Nein. Schau dir genau die Etüde an. Analysiere die Stilmittel, die musikalischen Mittel und die Struktur. Die Etüde ist im Zweivierteltakt notiert. Sie ist ein Marsch. Erkennst du den Rhythmus? Es ist haargenau derselbe wie in Etüde Nummer 37 in H-Dur. Nur diesmal steht sie in G-Moll. Es ist ein Trauermarsch, so wie die Etüde Nummer 43 in B-Moll. Und auch dort hatten wir diesen Rhythmus Achtel, punktierte Sechzehntel, 32. Doch steckt hier die gleiche Trauer drin wie in Etüde Nummer 43? Oder ist es etwas anderes? Ich kann dir verraten, ich habe mich für die Empfindung Erfülltsein entschieden. Doch diese Nuancen, die musst du für dich klären. Nach den ersten vier Takten erscheint durch das A ein Fragezeichen. Der Rest der Phrase besteht nicht wie üblich aus vier Takten, sondern diesmal aus sechs. Da wird ein Gedanke in die Länge gezogen, besonders ausgekostet, besonders innig empfunden. Übrigens, dieser Aufgang, das ist eine meiner Lieblingsstellen hier. Drückt die Freude aus, drückt die... Welche Intensität drückt die aus? Das kannst du nachspüren. Der Mittelteil beginnt in der parallelen Dur-Tonart, B-Dur.
Das hat auf jeden Fall etwas Liebliches. Der Gegensatz dazu folgt im zweiten Teil des Mittelteils. Dieser große Sprung in Takt 23, diese tiefe Lage, diese Akzente, die Halbtonschritte, all das trägt viel Dramatik in sich. Die anschließende Reprise unterscheidet sich nur im Ton G nach vier Takten. Zu Beginn war hier noch das A mit diesem Fragezeichen. Das G setzt dagegen einen Schlusspunkt, bedeutet eine Entscheidung, ein Ankommen, ein Annehmen. Die Coda zieht ein Resümee in diesem Sechzehntelauftakt mit den sich abwechselnden Harmonien in der Dominante und Tonika. Ob du darin Freude und Erfüllung oder einen anderen Eindruck entdeckst, das musst du für dich selbst herausfinden. Die Coda mit dem Schluss hat insgesamt übrigens 7 Takte statt den 6 wie im Anfangsthema. Das liegt daran, dass das Schlussmotiv eine Oktave tiefer wiederholt wird und sich daran dann noch einmal eine kreisende Sechzehntelbewegung anschließt. Ist das Resignation oder ist das ein Annehmen? Würde ich resignieren, dann würde ich zum Schluss ein Ritardando gestalten. Entscheide das für dich. Ich jedenfalls sehe in dieser Etüde eine versöhnliche Grundstimmung. Meine 2 Tipps, um deine passende Geschichte zu finden. Erstens, finde für jedes Motiv, für jede Phrase, für jeden Abschnitt ein beschreibendes Adjektiv. Zum Beispiel schnell. Wiederhole die Stelle, lass das Adjektiv wirken und versuche herauszufinden, was es für dich bedeutet. So wird aus schnell eventuell wild. Danach spielst du die Stelle erneut und prüfst nach, ob es wirklich passend ist oder ob es gewollt und erfunden klingt. Differenziere deine Empfindung immer weiter, bis es für dich absolut stimmig ist. So landest du schließlich womöglich bei dem Adjektiv ekstatisch. Mein 2. Tipp ist, finde so viel Hintergrundinformationen wie möglich zu dem Stück und verstehe alle musikalischen Angaben. Gleiche damit dein Adjektiv, also deine Interpretation, immer wieder ab. So bleibst du in der Musik und so spielst du dein Stück überzeugend und berührend. Hole dir die Noten zu diesem Stück. In der Videobeschreibung findest du den Link zu meinem Newsletter. Melde dich gerne dort an. Du kannst dann direkt mit dem Download der Noten beginnen. Und nun höre dir meine Geschichte von Licht und Schatten in der Etüde Nummer 19 in G-Moll von Franz Wilhelm Ferling an. Thank you.
Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Lass dann gerne einen Like da und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.